Hey Leute und willkommen zurück zu Age of Empires Nummer 3. So, vorab will ich mal was sagen. Für alle Leute, die das Video sehen, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die wenigen Zuschauer von insgesamt 3. Ja, denn seit dem neuen Kanaldesign habe ich kaum noch Zuschauer. Keine Ahnung, woran es liegt. Wahrscheinlich am Autoplay. Ja, bestimmt. Aber auch so, ich habe echt kaum Leute, die sich das Video anschauen oder ein Like geben. Warum? Bin ich langweilig? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin total unterhaltsam. Wäre schön, wenn ihr die Videos wieder mal regelmäßiger schaut. Ich hoffe, dass überhaupt ein paar dieses Video sehen und den Anfang. Wäre schön. Aber ich muss mein Handy holen und den Timer starten. Das hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen. Ja, Dusseligkeit. Also es wäre echt schön, wenn ihr mal die Videos ein bisschen regelmäßiger schaut. Weil ich habe 227 Abonnenten, seit 226. Und davon schauen insgesamt meine Videos 0,05. Ja, 0,05, weil ich lustig bin. So, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich höre jetzt auf, euch die Hucke voll zu geben. So, Reise durch die Anden, genau. Da müssen wir hier weitermachen. Gut, ich muss erstmal meinen Kaugummi kauen. Wartet. Zusammen mit den Führern von Bolivar machen sich Emilia und Canyon Kay auf in die Berge und suchen nach der verlorenen Inka-Heimat im Bacamoya-Tal. Die Knochengarde des Zirkels ist ihnen aber bereits auf den Fersen. So, ich glaube, das Level kenne ich. Also, ich glaube es. Und ich glaube, an dem bin ich schon öfters versagt. Reise durch die Anden. Oh ja, das ist das. Oh, oh, oh. Da vorne ist ein Pass. Siehst du ihn? Ja. Yep. Bist du sicher, dass dies der Pfad ist? Spielt das eine Rolle? Die Knochengarde ist hinter uns. Wir rücken weiter vor. Okay. So, wir müssen dann in diese Richtung und dort hinten ist unser Ausgang. Diese Kälte ist schlimmer, als ich dachte. Im Freien werden wir nicht lange durchhalten. Ja, das ist sie. Das ist echt ein schwieriges Level, denn man muss abtimen. Nein, man muss timen. Wir können in dieser Höhle Schutz suchen. Wann jetzt die Knochengarde kommt. Und man muss gleichzeitig noch schauen, dass niemand von denen irgendwie umkommt. Wir können bleiben, wenn wir unseren Vorsprung behalten wollen. Gut. Geheilt haben sie sich schon mal. Also das bedeutet, wir müssen hier echt schnell durch. Haltet diesen Späher auf. Wenn er zur Knochengarde durchkommt, können sie weiter vordringen. So, sehr schön. Einen Späher haben wir auf jeden Fall mal. Eigentlich sollten sie ja jetzt gar nicht weiter vordringen können, weil eigentlich haben wir ja ihren Späher besiegt. Aber irgendwie, das klappt wohl nicht immer. Und langsam verlieren die ein bisschen arg viel Gesundheit. Ich sollte mal schauen, dass man hier unten schnell mal was Neues findet, wo man uns verstecken kann. Hä? What the fuck? Lol. Wölfe. Oh oh. Ich glaube, das wird knapp. Das scheint eine Abkürzung zu sein. Es sieht gefährlich aus, aber es könnte uns ein wenig Zeit sparen. Ja, okay, den müssen wir jetzt durchlassen. Das hier ist eine Abkürzung. Say what? Ich sagte, das hier wäre eine Abkürzung. Wir gehen jetzt mal da runter. Ich hoffe mal, dass es eine Abkürzung ist. Wenn nicht, haben wir jetzt einfach mal Pech gehabt. Ach so, nein, das ist... okay. Verstehe schon. Sollen wir jetzt da runter oder da hoch? Ach, ist da ein Lager? Hat sich in Bewegung gesetzt. Na, das ist nicht gut. Aber so weit vor können die jetzt auch nicht. Hoffe ich mal. So, die lassen wir jetzt hier kurz aufladen. Auftanken, bitteschön. So, dankeschön. Scheiße, die kommen ziemlich weit voran. Okay, ich glaube, die Wölfchen hier müssen wir angreifen. Ja, okay, jetzt müssen wir sie angreifen. Ganz klar. Die machen uns sonst fertig, diese blöden Hündchen. Scheiße, einer unserer Männer ist umgekommen. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen schneller machen. Sollen wir da schon rein? Ja. Schlauer wär's vermutlich, schlauer wär's. Diese Ruinen werden uns ein wenig Schutz vor dem Sturm bieten. Sind das eigentlich so viele? Wahrscheinlich kann ich die nicht fertig machen. Nee, und wahrscheinlich werden auch neue anrücken. So, jetzt schnell heilen. Danke. Und weiter geht's. Wir dürfen keine Sekunde hier verlieren. Nein, sonst sind wir Knochenfutter. Ahahaha. Der war echt schlecht. So, und jetzt den noch. Komm, den habt ihr. Lol, was macht der denn da?
die sterben. Warum ist der da vorne? Das finde ich jetzt aber komisch. Okay, wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Boah, Leute, ey. Ob wir das rechtzeitig schaffen werden. So, und jetzt noch die Hundis hier. Ah, super. Ja, sehr gut. Einer meiner Männer ist schon wieder draufgegangen. Oh, oh, oh. Naja, bisher sind sie noch nicht weiter vorgerückt. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft für uns, weil wir lassen keinen Speer hier durch. Das geht ja mal ja nicht. Aber die können natürlich in dieser Eiseskälte stehen bleiben. Ist natürlich klar, hey. Das sind Knochengarden-Leute. Die recken doch nicht ab. Nein, die bleiben stehen bis zum Schluss. Egal, ob es minus 30, minus 50 oder minus 100 Grad sind. Ist doch denen egal. Bestehen ja nur aus Knochen. Oh Mann, das ist unfair. Aber wir haben schon einen riesigen Vorsprung. Und solange wir keinen Speer durchlassen, sieht das auch gut aus. Wenn jetzt mal zwei, drei durch die Lappen gehen, wird das nicht der Weltuntergang sein. So, ich laufe jetzt mal hier weiter. Auch wenn ich schon halb am Arsch bin. Ich muss jetzt hier ein bisschen schneller machen. Ein bisschen weiter vorankommen. Cory Wentos. Cory Wentos. So, der ist tot. Hinter uns. Macht ihn fertig. Oh, Kacke. Die sterben langsam. Das ist nicht gut. Ich brauche schnell einen weiteren Platz. Sonst sind die bald... Oh, meine Fresse, wie viele da jetzt kommen, ey. Geh sterben. So. Kommt jetzt ein bisschen schneller. Gott, ich muss unbedingt ein Lager finden, sonst drecken die mir jetzt ab. Ich hätte speichern sollen, nicht Depp. Okay, hopp jetzt. Den nächsten lassen wir durch, denke ich mal. Ja, den lassen wir durch. Scheiße, ich hätte da oben... Ah! Verdammt! Warum kommt denn hier nichts mehr? Kacke! Nein, nein, nicht abrecken. Komm, ihr haltet das noch durch. Scheiße, da ist nix. Oh Gott, fuck. Da vorne ist eine Höhle. Ja, schnell, 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 schnell jetzt. Nein, nicht sterben. Bitte nicht. Ja, ja, nein. Oh. Kacke. Jetzt trecken die uns auch noch ab. Ja, wir müssen weiter. Fuck. Okay, wir müssen weiter. Speers sind jetzt eigentlich relativ egal. Fuck. Alter, mach die fertig, die Viecher. Fuck it. Oh, da haben wir echt verkackt, ey. Okay, wir gehen nochmal da hinten rein. Lol. Warum ist denn der jetzt nochmal gestorben, ey? Meine Herren und Gefangsverein. Meine Herren, meine Herren. Ja, okay, das war ein ziemlich großer Fehler, dass wir das gemacht haben. Die Truppen rücken auch immer weiter vor. Ich glaube, das gibt kein gutes Ende für uns. Wer kommt denn da jetzt schon wieder? So ein Hundesohn. So, der ist weg. So, und jetzt schnell da rein. Dann können wir uns nochmal aufwärmen. Und dann ab durch die Mitte. Komm, komm, kommt. Oh, Kacke! Haben wir den schon wieder nicht bekommen, ey. Das kann's nicht sein. Die kommen immer schneller voran. So, weiter. Kommt jetzt. Gehen wir in den gefährlichen Pass. Ah nein, das ist nochmal eine Feuerstelle. Okay, dann gehen wir auch nochmal kurz rein. Nur um nochmal den letzten Schaden hier aufzubügeln. Ja, aufzubügeln. Schönes neues Wort. Auf alle Fälle. So, sie sind schon wieder ein Stückchen nach vorne gerückt. Das ist nicht gut. Nein. Und dann können sie nochmal ein Stück nach vorne, weil da schon wieder ein neuer Speer kommt. Aber wir sollten eigentlich auch gleich am Ende sein. Kommt jetzt! Letzter Schuss! Oh. Okay, ich kann mit denen nichts mehr töten. Das heißt, ich beeile mich jetzt einfach. Ich hab Vorsprung. Also das auf jeden Fall. Eigentlich sollte ich das locker schaffen. Eigentlich. So, jetzt nochmal aufladen. Und dann komplett durchlaufen.
Kommt jetzt. Zieht. Zieht! Kommt, 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 kommt! Egal. Der Typ ist egal. Weiter. So, jetzt sollen die erstmal gegen den kämpfen. Oh, der lebt nicht mehr. Okay. Hat sich erledigt. So. Oh, Kacke, das sind nochmal Wildkatzen. Okay, die Wildkatzen machen wir jetzt nochmal fertig. Das sollte eigentlich nichts groß passieren. Ich muss jetzt aber nicht alle Helden dahin bringen, oder? Oh, bitte nicht, anders habe ich geloost. Ah, ne. Haben das Tal erreicht. Ja! Woo! Jawoll! So macht man das, Freunde. So erledigt man Level. Oh yeah, das hat jetzt fast eine komplette Folge gedauert. Sind wir einfach mal in der Einöde rumgedappt. Aber naja, sei es drum. So, neue Karten haben wir keine. Dann machen wir einfach mal fortfahren hier. So, Amelia und Canyon Kay haben sich durch den Sturm gekämpft und finden schließlich das Bakamayoya-Tal. Doch der Zirkel ist ihnen dicht auf den Fersen. Übrigens ist das, glaube ich, das vorletzte Level, falls mich nicht alles täuscht. Also, wir sind bald mit dem Spiel durch. Inka im Bakamayoya-Tal. So, ja, was machen wir jetzt da? Die Inka bisschen chillen. Sind noch am Leben. Ja! Dieser Ort. Gibt es ihn wirklich? Nee, weißt du? Nicht schießen. Mein Name ist Amelia Black. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid der Nachkomme des Ritters, der vor langer Zeit mein Volk rettete. Diese Schlacht wurde schon seit langem vorbereitet. Welche Schlacht? Seht, der Zirkel sucht nach dem Wasser. Klar, da kann mal 3 Kilometer in die Ferne schauen. Das Wasser spielt keine Rolle. Meine Leute sind wichtiger. Helft uns, die letzte Stadt der Inka zu verteidigen, Amelia Black. Okay, kein Problem. Nichts leichter als das. Also eigentlich ist es schwer, aber ich spiele es immer ein bisschen runter. Mache ich immer gern. So, ich hoffe, wir kriegen hier eine schöne Ausrüstung. Die letzte Stadt der Inkas. Oh, die haben Sträuße. Die Verteidigung dieser Inka-Stadt zu stärken. Ja, mache ich. Kein Niemand Problem. Kann in diesem Hochgebirge eine Geschützgießerei bauen. Aber die Inka kennen einen Weg, Kanonen von der Küste hierher zu schleppen. Das ist geil. Ach ja, genau, dann müssen wir hier einen Handelsposten... Oh Gott. Leute, das wird schwierig. So. Ach nee, die schicken wir natürlich nicht zum Holz machen. Wir brauchen Fleisch. Haben wir hier denn hier... Tja, müssen leider die Lamas dran glauben. Kann ich auch nichts dran ändern. Naja, egal. So, ja, Holz sollten die auf jeden Fall mal holen. Aber einen Siedler tue ich abziehen und schicke den mal zum Gold. Ach, wir haben die Streuse. Ja, da ist auch noch ein Strauß. Naja, immerhin. Ah, und das sind noch Wildschweine und noch ein paar Streuße. So, können wir eigentlich mit den Siedlern... Ich bilde jetzt hier mal nochmal ein paar aus. Ja, was ist denn los? Ja, da ist noch ein Lama. Seht ihr das nicht, Blindfische? So... Sie kann einen Handelsposten bauen, das heißt, ich schicke mal da die paar Truppen darunter, oder? Bring sie 8 Artillerieeinheiten zu dem mit Bannern gekennzeichneten Bereich, bevor die 3 Inka-Tempel zerstört werden. Ach, und hier unten ist das. Ah ja, ich weiß, wie ich das mache. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. I'll do it. Alter, das sind doch, da ist doch noch Fleisch. Meine Herren, gab jetzt doch. Wir brauchen auf jeden Fall viel Einheiten, damit wir da jedes Gebäude hier beschützen können, damit die Kanone ungestört rein und raus kann. Aber vorher würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Age of Empires Nummer 3. Tschüss!